Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Gönnt euch die App unten in der Beschreibung. Wer jetzt für FIFA 20 günstige, sichere und schnelle PSN-Karten oder Xbox Live-Karten braucht, der kann gerne mal unten in der Beschreibung vorbeischauen. Nutzt auch gerne den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Dank an alle Jungs und jetzt viel Spaß mit dem Video. Endlich ist es soweit, Jungs. FIFA 20 ist draußen und es wird natürlich ein komplett Eskalations-Pack-Opening jetzt hier geben, Jungs. Smasht auf jeden Fall den Like-Button. EA Access ist draußen. Haut mal raus, auf welche Konsole spielt ihr und wie viel steckt ihr rein oder macht ihr eine Road to Glory? Ich kann gar nicht mehr viel labern. Ich zeige euch heute meine besten Packs, die FIFA Points. Ihr seht es oben links, sind aufgeladen und ich will was Dickes sehen. Ein Ronaldo, Messi gleich zum Start. Ich würde hier durch die Decke schreien. Die Nachbarn juckt mich gar nicht, ja? Juckt mich heute nicht. Ich will jetzt geile Packs ziehen. FIFA 20 Hype ist da. Und ein kostenloses Abo könnt ihr natürlich auch da lassen. Und dann Glocke aktivieren. Verpasst ihr nichts mehr. Let's do this. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mit Pack Nummer 1. Das gucken wir uns einfach mal gemeinsam an. Vielleicht ist ja das allererste FIFA 20 Pack auch hier gleich das Beste. Ja, es kann schon mal was Gutes sein, denn ich habe ein bisschen gelernt aus der Wand hier. Vielleicht auch nicht. Aber irgendwann wird hoffentlich ein Walkout kommen. Ich muss gucken, wie viel wir heute verballern und wann überhaupt irgendwas kommt. Aber wir werden es ja dann sehen. Jungs, ich habe ganz vergessen, wir bekommen hier sogar einen Basis-Sly-Icon-Spieler. Und den machen wir jetzt gemeinsam auf. Der kann ja nur was Krasses jetzt hier drin sein. Keine Ahnung, vielleicht sehen wir ja wirklich was Gutes. Oder kriegt jeder die gleiche? Das weiß ich nicht. England Stürmer. Das ist glaube ich nicht so gut. Das eine ist es Owen. Ja, Baby Icon Owen. Ist jetzt aber auch nicht so übertrieben krass. Da hätte ich mir natürlich irgendwas. Ja, so ein Baby Vieira oder so wäre natürlich heftig gewesen. Aber okay. Jetzt bitte der erste. Kommt schon. Kommt schon. Links muss was aufploppen. Aber es ploppt nicht auf. Aber. Komm, es wird der erste 83er, ZOM Island, es ist Sigurdsson, 83 rated. Unsere beste Karte zuerst Premier League, ich würde sagen, kann man mitnehmen. Gucken wir mal an, ob der vielleicht hier auch, ja, ich denke mal jetzt nicht so viel wert ist, aber trotzdem für 1200 Münzen ist der hier doch zu haben, ey. Das ist schon sehr kostspielig, den verkaufen wir einfach. So, hier, Fitnesskarten immer ganz wichtig und wir haben einen sehr guten Startspieler. Upamecano für 2000 Münzen würde ich sagen direkt raufballern. Zum Start natürlich Maschine, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, jetzt mal vielleicht. Besser als 83 auf Ansage. Jetzt einmal, komm schon. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Bailey von Leverkusen. Auch wieder Bundesliga Cheap Beast würde ich sagen. Kann man so machen. Der teuerste Spieler bisher gezogen. 4000 Münzen. Ja, ich würde mal jetzt einfach behaupten, den verticken wir direkt. 4K, doch, das würde ich sagen, kann man jetzt hier schon mal so mitnehmen. Bester Spieler bisher, besser sogar als Sigurdsson. Der erste Walkout erscheinen. Nein, es wird kein Walkout, aber es wird eine Wand, Mann. Es wird eine Wand und es ist Andres Iniesta, die Legende. Und was, der nur noch ein 83er Rating? Ey, hatte der nicht 87 letztes FIFA? Ja, Mann, die Legende wird einfach hier misshandelt von EA. So kennt man sie. Aber ich wollte gerade sagen, das wird unser bester Spieler sein. Iniesta, egal. 2000 kostet der. Und das nimmt man natürlich trotzdem mit, die Karte kommen. Die mal jetzt hier richtig viel Coins gibt. 10 Jahre warte ich hier auf Juan Mata. Das ist nicht das, was die Coins einbringt. Aber es ist in meinem Premier League. Naja. Er hatte schon mal bessere Zeiten. Trotzdem, 1K ist besser als kein K. Oh, Freunde, 81 bis 83er Spieler garantiert. Also da kann jetzt eine Maschine drin sein. Kann, muss nicht. Ich drück mal mit der Nase der Hoffnung rauf. Let's go, let's go, let's go, Alter. Komm, Tolisso. Aurier, Digga, mit Player Pick. Holy shit. Eine gute Karte, Nummer 1, einfach im Player-Pick. Ich hab auf Schmerz. Ja, es ist da. Die erste gute Karte, Jungs. Ich glaube jetzt nicht wertvoll, nicht ganz wertvoll, aber in Form, Alter. Aus dem Team of the Week Nummer 1. Ihr wisst es, die darf man eigentlich nicht direkt verkaufen. Schade. Es hätte natürlich auch Heung-Min Son sein können. Der hat natürlich leider keine Inform bekommen. Aber guckt euch mal an. Ja, 15.000 Coins.
Okay, ich würde sagen, haut mal raus, behalten oder verkaufen. Wir brauchen natürlich viele Coins, aber es ist der Team of the Week Nummer 1 und mit den Stats, die gehen fit, würde ich sagen. Schon, komm schon. Ja, sieht in Ordnung aus. Akanji von Dortmund, es ist eine richtig kranke spielbare Karte. Let's go, 78 Pace, Mann. Wenn die Maschine nichts kostet, dann... Da verwette ich meine Eier drauf, 10k mindestens. Ansonsten könnt ihr mir die Eier abschneiden. Oh, ja, 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 20.000 Coins, 18. Okay, meine Eier da dürfen behalten werden, 17.000. Ich weiß nicht, ob wir den verkaufen sollen, ne? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ey, das ist so schwierig. Eigentlich brauche ich diese Coins, weil ich will mir direkt Mbappé Ronaldo kaufen. Ich behalte ihn trotzdem erstmal auf Transferlisten und dann überlege ich den spontan zu verkaufen oder nicht, aber... Sauber, Jungs. Endlich, Mann. Jetzt aber auch noch mal langsam Workout. An, Mann. Ja, es fängt auch schon gut an, Mann. Frankreich, zentrales Mittelfeld. Piemonte Calcio. Es ist Rabiot, der Nächste. Aber wo sind die Workouts? Egal, egal, egal. Wer braucht Workouts, wenn man Piemonte Calcio zieht? Ihr wisst es. Ronaldo fehlt noch. Aber der Rabiot, der kostet auch noch mal ein bisschen was. 4.000 Coins auf... Ja, unser Konto, ne? Das schmeckt wirklich sehr gut. Ist ein Durchlauf, aber es ist, glaube ich, kein Workout. Aber es ist ein Durchlauf und es ist die Legende. Gianluigi Buffon mit 83, Alter. Ey, ich ziehe die ganzen Legenden, die haben alle nur noch 83. Ich weiß auch nicht, die Workouts kommen einfach nicht. Aber Piemonte Calcio Nummer 2. Und er kostet wenigstens auch 4.000, oder? Ne, warte mal, der hat eine Range von 4.000, aber keiner will den haben, ey. Naja. So kennt man es natürlich. Oh, Sissoko, Digga. Ey. Das Ding ist, wir ziehen einfach echt gefühlt gerade nix, Mann. Nix, Alter. Aber Sissoko kostet 18.000. Let's go, let's do this, Alter. Let's do this, Mann. Sissoko, Alter. Heftige Karte. Richtig kranke Karte. 89 Physis, Mann. Den kann ich eigentlich fast gar nicht verkaufen, weil der muss eigentlich in den Starter-Squad, ne? Aber, ja man, wo sind unsere Workouts? Das ist die Frage. 20.000 Tacken kostet der. 200 Euro. Und jetzt kommt endlich einer, Digga, Workout. Brasilien, let's go. Nein, ZDM, Manchester City. Nein, der erste Workout, Fernandinho. Ey, komm. Ja, okay, wir haben ihn endlich. Einen Workout nach 200 Euro. 200 Euro und es ist leider einer der Schwächeren. Ey, ich dachte Neymar, ne? Neymar wäre die absolute Maschine gewesen. Aber egal. Komm, Jungs. Erster Workout. Jetzt muss geballert werden. Okay. Wir gucken mal, wie viel wert ist. Ich schätze, 66 Pace ist jetzt nicht wirklich so stark. Aber egal. Komm, Workout ist Workout. Vielleicht ist noch was dahinter. Natürlich nicht, weil EA gönnt nicht zweimal. Und ihr seht es schon, er kostet einfach nur 17.000 Münzen. Das heißt, wir haben einfach schon mit Akanji oder so einen wertvolleren Spieler gehabt. Aber egal, komm, scheiß drauf. Erster Workout muss man mitnehmen, Jungs. Muss man mitnehmen. Gibt's halt wirklich nicht gerade geschenkt von EA. Aber ich würde sagen, so kann das weitergehen. Ich hoffe, das Packlack wird jetzt hoffentlich ein bisschen stärker noch. Ein Icon gibt es vielleicht noch. Oder hier, einen guten Info, Mané, wäre auch nicht schlecht. Oh, nice, Alter. Jungs, wieder was Wertvolles hier. Roussillon, Linksverteidiger, kostet sogar 6k, Alter. Ich schau den, glaube ich, direkt drauf. Gönnt ihn, wer sich haben will, erwähnen haben will. Ich meine, jetzt zum Start eigentlich der beste Linksverteidiger aus der Bundesliga, muss man sagen. Ah, das ist ein Durchlauf. Komm, 83-Plus-Spieler. Kein Workout, aber... Ja, Carvalho. Egal, Mann. 84, glaube ich. Ne, 83. 42 Pace natürlich jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber... Ja, nehmen wir mit Trippier. Der ist sogar noch besser. Hey, der kostet nur 1000 Coins. Alles klar. Okay. 83, komm. Bitte nicht Carrasco. Stürmer. Inter Mailand, Lukaku auch. Sehr, sehr geil. 85, aber wieder kein Workout. Scheiß drauf, Jungs. Scheiß drauf, gleich kommt noch ein Workout, ich weiß es. Inter mit wirklich sehr, sehr guten Transfers bei ihr auch noch am Start. Und der kostet sogar, Alter, auch 20. Ja, okay, den kauft keiner, ne? Ja, okay. Ja, ihr seht die Range bei 400k, ein bisschen übertrieben. Bei ihr kostet 2k. Also, aber trotzdem sehr stabiles Pack. Komm, Digga, jetzt gönnt mal was Gutes. Italien, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Es ist Romagnoli, Alter. 83er.
Maschine. 83er Maschine von AC Mailand. Oh, und Sam Maxima. Zucker, Alter. Geile Kombi. Und der ist extinct. Der hat 10.000 Price Range. Das heißt, der wird safe noch nach oben gehen. Ein geiles Pack, Alter. Geiles Pack von Newcastle. Ja, Sam Maxima kennt ihr ja natürlich auch noch, denke ich, von Hannover 96. 5 Sterne Skills, 4 Sterne Spezialbewegung. Geile Karte, wirklich. Was gut ist hier, erstmal aufladen. Und das ist Frankreich, komm. Rechter Flügel. Ja, Tovar, ey, Ousmane Dembélé wäre fresher gewesen. Wieder 83. Aber ist eine geile Karte für einen Start, sag ich mal. Trotzdem kein Walkout. Dembélé ist ja eigentlich, warte mal, was hat der nochmal für ein Rating? 84, glaube ich. Wäre natürlich ein bisschen besser, aber guckt euch mal Tovar an. Der geht einfach mal für 4K weg. Let's go, Jungs. Nächste geile Karte. Joao Felix, aber ja, 5 Sterne Skills wieder. 4 Sterne Wickfoot und er ist extinct. Kostet aber auch eigentlich nur 10.000. Da ist natürlich die Frage, wie hoch wird der Typ gehen? Ich schätze einfach mal auf vielleicht 20 bis 30K. Aber das ist eine sehr, sehr geile Karte. Nimmt man mit. Und ja, ich hoffe wirklich noch auf was extrem Geiles. Aber ja, für den Start, sag ich mal, kann man den sogar zocken. Also auch sehr, sehr nice. So, Jungs, ihr seht es hier schon. Ja, diese Free Packs haben wir jetzt. Liegt einfach daran, wir haben die Top-Partien gemacht. Und ich glaube, die Fortgeschrittene, die allererste, zwar noch nicht komplett, aber wir haben hier ein Mega-Pack unter anderem und richtig viele Packs einfach. Es ist übelst spät, ich glaube 2 Uhr in der Nacht. Und ich habe einfach gedacht, komm, diese SBCs nehmen wir jetzt noch mit. Und ich zeige euch davon einfach die besten, Jungs, auf Ehre. Hier einen Daumen für jeden Tag Videos, Pack-Openings. Wäre mega fresh und ich hoffe, jetzt ziehen wir hier auch nochmal vielleicht was Dickes. Der Start war ja schon nicht schlecht und ihr werdet, wie gesagt, die Tage meine ganzen Packs sehen und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier vielleicht noch in den Top-Partien, wo wir richtig leise sein müssen, ein Walkout ziehen, Digga. Erster Walkout Frankreich. ZIV, es ist Umtiti. Let's do this, Top-Partien. Man braucht keine FIFA-Points ausgeben. Holy shit. Einfach Umtiti, die Titte. Barcelona, es hat sich gelohnt. Ihr wisst es, Jungs, ich darf nicht mehr laut sein, sonst fliege ich hier aus der Wohnung. Ich muss hier noch ein Jahr ausharren, dann ziehe ich sowieso um. Aber es ist noch ein Jahr. Für Umtiti wäre Mbappé gekommen, da hätte ich das im Kauf genommen. Aber okay, ja, die Nachbarn gönnen einfach nicht, muss man einfach sagen. Aber EA gönnt hier in diesem Top-Partien-Pack, das war sogar ein 7500er und der kostet dicke 40.000 Münzen. Krank, Alter. Okay, das ist extrem krank, Jungs. Checkt auf jeden Fall auch gerne die Beschreibung ab, wenn ihr jetzt irgendwie noch PSN-Karten braucht. Ich denke, jetzt ist der beste Zeitpunkt, wenn ihr überhaupt irgendwas ausgeben möchtet. Da gibt es für 100 Euro PSN-Karten nur 92 Euro. Also die kosten 8 Euro weniger. Und ihr könnt auch den 3%-Code RealFIFA benutzen. Danke an alle auf jeden Fall, die mich da unterstützen. Ich würde mich auf jeden Fall auch nochmal über einen Daumen freuen. Wäre mega fresh dafür. Ich lade das Video, glaube ich, morgens früh hoch. Dann habt ihr da direkt hoffentlich ein geiles Pack-Opening. Obwohl, es war ja schon wirklich sehr stabil und ich denke, das geht vielleicht stabil weiter. Jetzt machen wir das letzte Mega-Pack auf und da kann sogar auch nochmal ein Walkout kommen. Vielleicht sogar ein Muss. Ich weiß nicht, im 35K-Pack. Nase der Hoffnung. Komm schon. Um 2.30 Uhr, Digga. 2.30 Uhr, Mann. EA. Die Türen, ich weiß nicht, die sehen irgendwie anders aus, Mann. Das sah nicht nach Walkout aus, aber das wird ein 83er. Stürmer Argentinien. PSG und es ist Mauro Icardi, Junge. GG, Alter. Okay, das ist geil. Auch wenn es ein 35K-Pack ist, man muss ja so sagen, wir haben nichts ausgegeben. Icardi, geiler Spieler. Ja, kann man sogar schön zum Start zocken. Ihr müsst mal unbedingt raushauen. Was habt ihr so gezogen in diesen Packs? Geht ordentlich fit, muss ich sagen. Geht ordentlich fit. Icardi kostet auch nochmal. Ja, okay, 8000 Coins. Vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte, aber egal. Raus. Wen habt ihr gezogen? Wie viel gebt ihr aus? Und dann bedanke ich mich für euren Support. Social Media in der Beschreibung. Und dann macht's gut, haut rein. Und bis zum nächsten Mal.